Die 7. SS Freiwilligengebirgsdivision Prinz Eugen war eine Gebirgsinfanteriedivision der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Bei den Nürnberger Prozessen in der Nachkriegszeit wurde diese wegen ihrer großen Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer kriminellen Organisation erklärt. Von 1942 bis 1945 führte diese Division eine Aufstandsbekämpfungskampagne gegen die kommunistisch geführten jugoslawischen Partisanen-Widerstandskämpfer im besetzten Jugoslawien. Diese Division wurde 1941 von reichsdeutschen Volksdeutschen im Südosten Europas gegründet. Im Mai des Jahres 1945 kapitulierte die 7. SS Freiwilligengebirgsdivision Prinz Eugen vor den jugoslawischen Partisanen. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über die 7. SS Freiwilligengebirgsdivision Prinz Eugen. Los geht's! Die Aufstellung der Division Prinz Eugen war die Realisierung der lang gehegten Hoffnungen von SS-Obergruppenführer Gottlob Berger als Leiter des SS-Rekrutierungsamtes, eine vollständige SS-Division nur aus Volksdeutschen, also Angehörigen von deutschen Minderheiten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches, zu bilden. In den zurückliegenden Jahrhunderten hatten sich viele deutschsprachige Aussiedler entlang der Grenzen des alten Österreichs-Ungarn und noch viel weiter entfernt niedergelassen, und ihre Nachkommen wurden von der SS als reichhaltiges Rekrutierungsreservoir angesehen. Die zu Kriegsbeginn gültigen Beschränkungen für das Deutsche Reich und somit auch für die Waffen-SS besagten nämlich, dass diese noch keine Reichsdeutschen, also Bürger innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches, rekrutieren durfte, da diese vorrangig der Wehrmacht zur Verfügung standen. So wurde die neue Division hauptsächlich aus Angehörigen der ethnisch-deutschen Volksgruppe in Jugoslawien, vor allem aus dem serbischen Banat, gebildet. Dieses Grenzgebiet wurde von deutschen Siedlern bereits seit dem Mittelalter kolonisiert und später wurde das Netz noch weiter gespannt, sodass auch Rumänien und Ungarn mit deutschen Vorfahren einbezogen werden konnten. Die Waffen-SS-Division Prinz Eugen wurde offiziell im März 1942 formiert. Es wurde also der Versuch unternommen, die gesamte Division nur aus Freiwilligen zu bilden, was ja auch aus dem Namen Freiwilligengebirgsdivision hervorgehen sollte. Jedoch war der Zulauf enttäuschend, und daher wurde recht schnell und zum ersten Mal bei der Waffen-SS somit die Wehrpflicht eingeführt. So waren alle Volksdeutschen dieser Region im Alter von 17 bis 54 Jahren zu einer Dienstbestellung bei dieser neuen Division verpflichtet und die Ausgangsstärke von rund 15.000 Mann konnte erreicht werden. Allerdings gab es immer noch einen Mangel an ausgebildeten und erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren. Schließlich konnte die Division ihre Sollstärke von 21.000 Mann erreichen, und der erste Divisionskommandeur wurde Otto Plebs, welcher ein ethnischer Deutscher aus Transsilvanien im Grenzgebiet zu Rumänien war. Als Aufgabe der Division war es nun vorgesehen, die Aktivitäten von Partisanen im besetzten Jugoslawien niederzuschlagen, wo die Kommunisten unter Tito und die royalistischen sogenannten Chetniks unter Mihailovic in den waldbedeckten Gebirgsregionen gegen die italienischen deutschen Besatzungstruppen kämpften. Für solche eher als Polizeiaufgaben angemutete Einsätze schien es nicht notwendig und wurde somit nicht als notwendig erachtet, diesen Verband in einer Form auszurüsten, wie zum Beispiel für eine Division an der Ostfront. Aus diesem Grund bestand ein guter Teil der Ausrüstung der Division Prinz Eugen aus veralteten oder erbeuteten französischen oder tschechoslowakischen Material. Dazu gehörte auch eine Einheit mit Panzerfahrzeugen, was recht ungewöhnlich für eine Gebirgstruppe war. Obwohl dieses Panzerbataillon nur aus einer Kompanie mit hauptsächlich leichten französischen Renault und Hotchkiss Kampfpanzern bestand, war diese mobile Feuerkraft gegen die nur leicht bewaffneten Partisanen ein eindeutiger Pluspunkt. Das Hauptquartier der SS Freiwilligengebirgsdivision Prinz Eugen befand sich in der Gegend von Zagreb und Karlovac, und erste größere Einsätze folgten im Rahmen der deutschen Streitkräfte, welche am Unternehmen Weiß teilnahmen. Dieses Unternehmen war eine ambitionierte deutsch-italienische Offensive, deren Ziel es war, Titos Streitkräfte in Bosnien einzuschließen und zu vernichten.
Das Unternehmen war jedoch nicht erfolgreich und die Masse der Partisanen entkam der Vernichtung, als diese in die südöstliche Richtung zwischen Abschnitt von Prinz Eugen und der 6. italienischen Armee durchschlüpfen konnten. Trotzdem gelang es der Division Prinz Eugen, Mitte Januar 1943 die Stadt Bihać von den Partisanen zu erobern, wobei diese mit anderen deutschen, italienischen und kroatischen Verbänden zusammenarbeitete. Ende Februar bis Anfang März 1943 nahm Prinz Eugen an weiteren Kampfhandlungen um die Städte Lupak und Dvar teil. Anschließend stellte die Division Truppen ab, um die wichtigen Bauxitminen in dieser Gegend zu beschützen. Im April des Jahres 1943 erhielt die Division Prinz Eugen Ersatz durch Personal von aufgelösten Einsatzstaffeln, welche aus ethnisch deutschen Selbstverteidigungsbataillonen in Kroatien bestanden und von der SS kontrolliert wurden. Im Mai 1943 wurde die Division Prinz Eugen der Heeresgruppe E für Einsätze im Westen Montenegros unterstellt. Dabei nahmen sie an einer weiteren großen Säuberungsaktion gegen die lokalen Partisanen teil, zusammen auch mit anderen deutschen, italienischen und bulgarischen Truppen. Während dieses sogenannten Unternehmens Schwarz erlitt die Division entlang der Küste Dalmatiens in der Nähe von Dubrovnik in Kämpfen gegen Titos Partisanen über 500 Verluste an Toten und Gefallenen. Noch während dieses Einsatzes wurde Divisionskommandeur Alto Plebs befördert und übernahm anschließend am 21. April das Kommando über das 5. SS-Gebirgskorps. Das Kommando über Prinz Eugen erhielt daraufhin im Juni 1943 SS-Brigadeführer Reichsritter von Oberkamp. Nach dem Abschluss von Unternehmens Schwarz erhielt die Division eine kurze Rastpause, wobei sie die Besatzungsaufgaben um Mostar von italienischen Truppen übernahm. Als die Italiener im September des Jahres 1943 gegenüber den Alliierten kapitulierten, ließen einige Einheiten der 2. italienischen Armee in Jugoslawien einfach ihre Ausrüstung an Ort und Stelle zurück und schifften sich somit nach Italien ein, während die anderen italienischen Soldaten sogar direkt zu den Partisanen überliefen. Die Partisanen reagierten schnell und sicherten sich große Bestände der zurückgelassenen italienischen Ausrüstung, was ihre Kampfkraft deutlich verstärkte. Prinz Eugen wurde nun im Rahmen des 25. Gebirgskorps der 2. Panzerarmee eingesetzt und war an der Entwaffnung der verbliebenen italienischen Truppen an der dalmatischen Küste verwickelt und kämpfte gleichzeitig gegen Partisanen, welche versuchten, den italienischen Zusammenbruch auszunutzen. Nicht alle italienischen Verbände kapitulierten freiwillig und die Division nahm sogar 30.000 Italiener bei Dubrovnik am 10. September 1943 gefangen. Anschließend nahm die Division Prinz Eugen bei Säuberungsaktionen gegen Partisanen auf der Peljesac-Halbinsel teil, welche für einige Wochen besetzt gehalten wurde, bevor sie im Dezember 1943 für Einsätze gegen Partisanen nordöstlich von Sarajevo und Gorazde in Ostbosnien geräumt werden musste. Anfang Januar 1944 nahm Prinz Eugen zusammen mit der 1. Gebirgsdivision des Heeres am sogenannten Unternehmen Waldrausch teil. Dabei erlitt sie erhebliche Verluste und zeigte sogar Symptome einer nachgelassenen Moral bei der Truppe. Es wurden sogar zu dieser Zeit fast 1500 Fälle von Fußbrand bei den Angehörigen der Division registriert. Von Mitte Januar 1944 an befand sich nun die Division in der Gegend um Split, in der Reserve, um aufgefrischt und neu ausgerüstet zu werden, sowie weiteres Training zu erhalten, bevor diese März 1944 wieder in den Einsatz geschickt wurde. Kurz nach ihrer Rückkehr zum aktiven Einsatz im Rahmen des 5. SS-Gebirgskorps wurde gemeldet, dass die Division in Gräueltaten in Dalmatien verwickelt war, bei denen über 800 Zivilisten während einer Säuberungsaktion gegen Partisanen ums Leben kamen. Schon bei den ersten Einsätzen fiel die Gebirgsdivision Prinz Eugen durch ihre unverhältnismäßigen Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung auf. Sie operierte zu diesem Zeitpunkt in Südserbien, einem relativ ruhigen Gebiet, ohne nennenswerte Aktivitäten der Partisanen. Zum Beispiel ließ Divisionskommandeur SS-Obergruppenführer Arto Plebs zwei Jugendliche wegen ihres geringfügigen Vergehens erschießen, trotz des Protestes eines anwesenden Angehörigen der deutschen Botschaft. Bei einem weiteren Vorfall erschossen SS-Männer der Division Prinz Eugen im Raum von Petrovac eine Gruppe von 60 flüchtenden Zivilisten. Diese hatten die SS-Männer nicht vor einer nahegelegenen Partisanenstellung gewarnt. Nachdem die Partisanen das Feuer eröffnet hatten, wurden die Flüchtige erneut gestellt und nur bei drei Personen wurde eine mögliche Verbindung zu den Partisanen vermutet. Trotzdem wurde die gesamte Flüchtlingsgruppe ausnahmslos erschossen.
Etwa zur gleichen Zeit wurden über 100 kroatische Arbeiter für eine Schneebewältigung ausgehoben. Als für diese gerade keine Verwendung zu finden war, wurden sie erschossen. Am 28. März 1944 brachte die SS-Division Prinz Eugen im Raum Knin die Einwohnerschaft mehrerer Dörfer ausnahmslos um. Im April 1944 untersuchte der kroatische General Franjo Simic im Auftrag des kroatischen Kriegsministeriums diese Massaker und berichtete dem deutschen Außenminister Ribbentrop, dass dabei 22 Ortschaften vernichtet und insgesamt etwa 1000 Einwohner getötet wurden. Teilweise seien dabei die Einwohner der betroffenen Dörfer in ihren Häusern zusammengetrieben worden und durch die Fenster mit Maschinengewehren erschossen. Danach sei es zur Plünderung gekommen und die Häuser seien zusammen mit den Leichen verbrannt worden. Weil es sich fast ausschließlich um Kroatien gehandelt hatte, protestierte der kroatische Außenminister Stivo Perlic in Berlin. Nach einem scharfen Notenwechsel wurde er entlassen. Bei dem 7. Nürnberger Prozess nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Zahl der Opfer bis März 1944 mit 2014 Toten in 22 Dörfern beziffert. Männer, Frauen und Kinder wurden regelrecht niedergemetzelt und die Dörfer geplündert. Nachdem die SS-Division Prinz Eugen 1943 mehrfach ganze Ortsteile und geschlossene Ortschaften niedergebrannt und ihre Bewohner erschossen hatte, verfügte ihr Kommandeur, der SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS, Karl von Oberkampf, dass Kinder unter 14 Jahren und Frauen nur noch im Kampf oder Stand gerichtlich erschossen werden sollen. In einem nach dem Krieg entstandenen Bericht der jugoslawischen Staatskommission zur Feststellung von Kriegsverbrechen über die Ereignisse im Mai 1943 hieß es: Durch Grausamkeit berühmt ist die 7. SS-Division Prinz Eugen, denn wo sie auch immer hinkam, durch Serbien oder durch Bosnien-Herzegowina oder Kroatien, überall hat sie Brandstätten und Verwüstungen, Leichen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder, welche in den Häusern verbrannt wurden, zurückgelassen. Ende Mai 1943 kam die Division Prinz Eugen nach Montenegro, um dort gemeinsam mit den italienischen Faschisten friedliche Dörfer zu überfallen. Alles, was sie antraf, wurde niedergebrannt, ermordet und geplündert. Die Opfer wurden erschossen, abgeschlachtet, gefoltert und in den brennenden Häusern verbrannt. Kinder mit ihren Müttern, schwangere Frauen und gebrechliche Greise wurden ebenfalls hingerichtet. Das war es heute zur Geschichte der 7. SS Freiwilligen Gebirgsdivision Prinz Eugen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.